Die AfD in Deutschland massiv im Umfragehoch und trotzdem die Bild-Zeitung und viele andere große deutsche Medienhäuser wettern gegen den Rechtsruck, der anscheinend durch Deutschland geht. Ja, Deutschland driftet nach rechts ab, titeln da mehrere Zeitungen und das im besten und buntersten Deutschland aller Zeiten. Wie das Ganze zusammenpasst, da gehen wir heute in diesem Video drauf ein. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Mein Name ist Deutsch Benjamin und am Sonntag wird es immer Zeit, da oben richtig den Kopf einzuschalten, denn am Sonntag geht es um das Mindset. Und Hannes, bin schon gespannt, was heute du wieder vorbereitet hast, weil eines ist klar, die Sonntagvideos sind Pflicht. Schalte dir den Sonntag ein, weil ohne Skillset und Mindset in Kombination geht es in der heutigen Welt nicht mehr. In dem Sinne, Hannes, legen wir los. Eine Sache muss man sagen, Benjamin, Deutschland driftet nach rechts komplett ab. Vermutlich deshalb läuft es immer schlechter im Land. Das schauen wir heute an und auch, wie das Ganze passieren kann. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die einen oder anderen Versprechen gebrochen worden sind. Vielleicht die eine oder andere Propaganda zu toll getrieben worden ist. Film ab. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Eine Impfpflicht wird es dafür auch nicht geben. Ich hielt eine Impfpflicht dafür auch für völlig falsch. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Oder einfach nur, dass die Menschen die Augen öffnen und sehen, was für ihre eigenen Haustür stattfindet. Das sind die Antworten, die uns Politik und Medien nicht liefern wollen. Lieber will man uns sagen, wie man am besten es verhindert, rechts zu werden, wie man sein eigenes Umfeld davor bewahrt, zu weit nach rechts abzudriften und wenn es dann doch zu weit geht, an wen man sich am besten wenden soll, an wen man am besten dann im besten und denunzierendsten Deutschland aller Zeiten diese Person dann auch dann melden soll. Und dann natürlich dauert es nicht lang, dass Expertencheck strapaziert wird. Und ja, wir wissen mittlerweile, der Expertencheck ist das Einzige, was über den Faktenchecker erhaben ist. Der Expertencheck, das unantastbare Souverän, das über allen steht. Dieser Expertencheck über allen erhaben, der steht sogar über dem Faktenchecker. Der Expertencheck ist natürlich über allen erhaben und steht deutlich über den Souverän, dass es nicht mehr zu hinterfragen geht. Und da muss man sagen, gibt es auch in der großen Bild-Zeitung einen neuen Artikel, wo einer der Experten, ein Expertenchecker, ganz klar sagt, was die Indizien sind, ob man jetzt rechts oder links ist. Ob man schon zu weit nach rechts abgedriftet ist und sich dann vielleicht, ja keine Ahnung, was in Behandlung begeben sollte oder was auch immer. Ich darf da ein paar Fragen, die in diesen Expertencheck an beide Artikel der Bild-Zeitung natürlich verlinkt, aber die da gestellt werden und die Antworten, was dann gegeben werden. Das ist kein Witz, das ist Tatsache. Und zwar, ich darf da zitieren, bin ich rechts, wenn ich für einen Grenzschutz und gegen unkontrollierte Zuwanderung bin? Klares Ja. Der Gedanke, Nationen sollten grundsätzlich unter sich bleiben, ist völkisch und rechtsradikal. Zweite Frage. Bin ich rechts, wenn ich fleißig sein soll und Leistung erbringen soll? Antwort vom Fakt von Expertencheck. Fleiß, Selbstdisziplin, Pflichterfüllung, die sogenannten Sekundärtugenden gelten als rechts. Und mein persönlicher Liebling, Benjamin, deswegen weiß man auch, warum so viele Menschen in Deutschland nichts mehr tun, weil sonst wären sie ja rechts, ganz klar. Und dann aber meine Lieblingsfrage, und zwar, Benjamin, die macht auch leider Gottes, zumindest wenn ich in Österreich bin, macht mich dann auch rechts, denn wenn ich meine Gas- und Ölheizung weiter benutze, bin ich dann rechts? Ganz klare Antwort, wer den Klimawandel leugnet, deshalb auf alte Öl- oder Gasheizungen setzt, ignoriert die Fakten, so wie viele AfDler. Das ist die Antwort vom Expertencheck. Und dieser Expertenchecker, wie viele andere, sagen uns, was wir denken haben, was wir zu tun haben, ob wir rechts oder links sind, ob wir gar zu den bösen Tätern gehören, das Ganze noch finanziert von Lehrstühlen auf Universitäten, von Bild und Medien, von öffentlicher Hand. Und das Ganze dürfen dann die dummen Steuerzahler bezahlen, die dann nur darauf warten, bis der Heilsbringer der Faktencheck ihnen sagt, was sie mit ihrem schönen Steuergeld auch zu tun und zu denken haben.
Und das Video am besten jetzt sofort teilen, damit jeder weiß, was in Deutschland für Stunde geschlagen hat. Damit jeder weiß, wie schnell man in Deutschland zum Täter wird und damit jeder auch endgültig versteht, was da auf uns zukommt. Heute in diesem Video machen wir aber noch einen breiteren Blick, als wie nur rechts und links zu denken. Denn wir wollen eine Sache heute aufdecken, die wesentlich wichtig ist und wo man dann auch seine eigenen Schlüsse daraus ableiten kann, um das Ganze dann auch in Erfolg umzuwandeln. Und zwar anhand des Beispiels von rechts und links der Politik müssen wir eine Sache verstehen. Es ist immer eine Sache des Standpunktes, wo ich mich befinde, um eine Sache dann zu bewerten, ob sie eben rechts oder links ist oder ob sie warm oder kalt ist, gerecht oder ungerecht, ist ja immer dieselbe Sache, dasselbe Messen einer Sache anhand einer Skala. Und jetzt ist aber die große Frage, wer definiert diese Skala? Wer sagt, was rechts und links ist? Wer sagt, was warm und kalt ist? Ein Mann, eine Frau, ein Transgender, was auch immer, in Sibirien wird es vermutlich die Wärme und Kälte anders beurteilen wie ein Nomade in der Wüste Gobi. Das muss ganz normal eine klare Sache sein. Und genau so, glaube ich, ist mit allen Dingen, die wir bemessen, denen wir einen Ausdruck verleihen, die wir bewerten wollen anhand einer Skala, ist immer eine Frage der Referenz, des Referenzpunktes. So, und dann sagt man uns immer, gerade im Politischen auch, wir müssen irgendwo den Mittelweg finden. Keiner will anecken, keiner will Data sein, keiner will irgendwo Gesicht zeigen, keiner will für einen Standpunkt klar und deutlich eintreten und deswegen wählen wir die Mitte. Ich bin in der Mitte, weder rechts noch links, dann kann ich nichts falsch machen. Ja, das hat sich mittlerweile gerade im deutschen Sprachraum, wo die Täterschaft so ganz, ganz stark und dominant ist, immer weiter breit gemacht. Und da müssen wir aber eine Sache dann auch dazu sagen, wenn von der Gesellschaft irgendwo die Werte bestimmt werden, dann könnte man sagen, die Gesellschaft ist das Referenz. Aber die Gesellschaft ist schon lange nicht mehr das Referenzsystem, das uns sagt, rechts oder links, Klimawandel, warm oder kalt und viele andere Dinge. Wie gesagt, beispielsweise war der Juli ja der heißeste Monat aller Zeiten. Auch in Österreich war es so. In Österreich hat aber ein ähnliches Klima gehabt wie Deutschland. Ich glaube, es weiß einfach jeder selber, wie in Deutschland das Wetter im Juli war. Da brauche ich nicht mein Handy und keine Nachrichten, keine Propaganda und kein Staatsfernsehen, das mir sagt, dass es zu warm war. Nein, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem will man uns glauben machen, ein Referenzbild von oben herab drüber stülpen. Und dann, wenn man eben irgendwo brav in der Mitte ist, ja, dann ist man ein Gerechter. Dann gehört man zu den Guten und dann passt alles. Die Sache ist immer die fehlende Referenz. Wer legt diese Referenz fest? Und als Beispiel dafür darf ich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser strapazieren, die am Christopher Street Day fröhlich mitspaziert, sich dort solidarisch bekundet, natürlich mit einer bunten Armschleife und vielen anderen Dingen, während ihre Polizisten bei der gleichen Demonstration tätlich angegriffen werden. Sie hisst dann Flagge, bekennt Flagge und hisst für ihr Ministerium die Regenbogenflagge. Film ab. Bundesinnenministerin Nancy Faeser entfaltet die Regenbogenflagge, Symbol für Toleranz und Akzeptanz gegenüber der Vielfalt der Lebensformen. Ganz genauso macht es natürlich der Wirtschaftszerstörungsmotor Robert Habeck vor seinem Wirtschaftsministerium, da ebenfalls die Flagge hisst und Flagge zeigt. Und dann wollen jene Personen überurteilen, was rechts und links ist. Und da ist das Problem begraben an der Sache an und für sich, dass nicht die Gesellschaft und nicht ein Souverän das Ganze bestimmt, sondern das an und für sich, das zum selbst souverän ernannte Persönlichkeiten dann über rechts und links bestimmen. Und dann ist es wenig verwunderlich, dass Nancy Faeser beispielsweise ganz klar sagt, der Kampf gegen das Rechts ist das definitiv wichtigste Ziel, was sie da machen kann. Oder natürlich auch der Kampf und die Festnahme von Pensionisten, die den Staat stürzen wollen. Und genauso wie mit der deutschen Nancy Faeser geht es auch in den USA zu mit Nancy, mit Fancy Nancy. Film ab. Speaker Emeritus Nancy Pelosi, thank you for coming to San Francisco Pride. How are you doing today? I'm doing great. I'm happy, I'm proud, I'm full of joy and we're so excited to have our special guest. Und da kann man dann durch alle Instanzen durchschauen. Politik, Medien, überall das gleiche Narrativ, das uns sagt, was rechts und links ist. Und auch die Kirche ist leider Gottes nicht besser. Die Kirche schon lange ein Mittel zur Macht und ein Beispiel dafür, wie das Ganze sein kann, ist die Freifrau von Sodom
und Gamora. Für mich ist das ein großartiger Tag, ein echter Feiertag. Nur schade, James sagt das. Er ist beim CSD mit ganzem Herzen dabei. Einer von über 15.000 Zugteilnehmern. Und doch etwas Besonderes. Er ist Pfarrer im Frankfurter Gallus. Ich finde, Kirche muss auffallen. Kirche muss sichtbar sein. Und sie muss sichtbar sein, dass sie für die queere Gemeinde da ist. Und in der Freizeit wechselt er manchmal auch gern den Talar gegen bunten Fummel. Viele kennen ihn als Drag Queen Greta Gallus, Freifrau von Sodom ohne Gomorra. Und spannend ist da für mich nur eine Sache dabei, dass jene Instanzen dann festlegen, was rechts und links ist, jene Instanzen uns dann sagen, wo wir uns befinden und wenn wir dann zu weitestem Rahmen abdriften, dass dann eben eingeschritten werden muss. Selbstanweisung, Denunziantentum, alles Möglichkeiten, die das Ganze im Leben halten. Eine Sache, die wir verstehen müssen, und die ist sehr essentiell. Jeder bei Invest in Best weiß, dass ich sehr viele Monate im Jahr in den USA verbringe. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Monate bevor Drag Queens an Wiener Schulen, an Berliner Schulen, an öffentlichen Institutionen ihre Kinderbuchlesungen gemacht haben, ihre pervertierten Auftritte teilweise vor Kindern vorgeführt haben, war das gleiche Thema in Kanada und in den USA. Das gleiche Thema wurde in Kanada und USA gespielt und damit polarisiert und damit in ein gewisser Rahmen wiederum erzeugt, in dem diskutiert werden soll. Und ein Beispiel, wie man da eine gewisse Eichung machen kann, wie das Ganze über die Bevölkerung drüber stülpt werden kann, ist die Kindergeschichte des Kaisers Neue Kleider. Dabei kommen zwei findige Schneiderlein her und sagen dem Kaiser, dass die Kleider nur intelligente Menschen sehen können. Und der Kaiser denkt sich natürlich, ja, ich möchte auch intelligent sein und natürlich sehe ich die wunderbaren Kleider an mir. Und dann läuft der Kaiser nackt durch die Gegend und keiner traut sich zu lachen, denn natürlich der ganze Hof, alle Intelligenten, alle Gebildeten, heutzutage werden das ganzen Gebildeten an Universitäten und Studierten, die sagen dann natürlich sehen wir die wunderbaren Kleider, wir sind ja intelligent, wir haben ja die Wissenschaft, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und ja, irgendwann fängt dann ein kleiner, dummer Bauer lachen an. Und dieser Bauer sieht, dass der Kaiser nackt ist. Und irgendwann fängt die ganze Meute lachen an und erkennt des Kaisers Nacktheit. Und dann steht er relativ angegossen da. Und genau dasselbe Spiel sehen wir derzeit auch. Viele kleiden sich in ihren heilsbringenden Dingen wie Impfungen, wie Klima und rechte Kampf gegen rechts, gegen viele mit Masken behängt und mit vielen anderen Dingen ausgestattet vom Faktenchecker und Expertenprüfung, von der Klimapsychologin, von all den Dingen kräftig unterstützt, wird uns dann gesagt, wie die Kleider doch wunderbar sind und wie sie doch über uns die Herrlichkeit nur bringen. Am Ende des Tages wird es aber irgendwann den Bauern geben, der Lachen anfängt. Und ja, ich bin einer dieser dummen Bauern, der Lachen anfängt, der erkennt die Propaganda hinter dem Spiel, der die Lüge Stück für Stück weit durchblickt und weiß, dass der Kaiser und viele andere um ihn herum nackt dastehen. Und ich glaube, wenn uns das allen gelingt und das Lachen in einem großen, lauten, fulminanten Aufwachprozess dann irgendwo mündet, ja, dann haben wir eine Sache geschafft. Und zwar, wir haben diese Lüge, diese Propaganda, diese Fremdbestimmung von rechts und links, von warm und kalt, von all diesen Dingen einer selben Sache, wo die Skala schon lange in dubioser Weise verschoben worden ist, wird dann wieder irgendwo ins rechte Licht gerückt werden und dann kann ein neues System beginnen. Und dann verstehen wir auch, was 9/11, die Bankenkrise, die Flüchtlingskrise, die Eurokrise, die Covid-Krise, die Kriegskrise und die Klimakrise und wahrscheinlich noch ein paar Krisen mehr, die auf uns zukommen werden, zu was sie alle da sind und wie sie alle miteinander verbunden sind. Und dieses Verbundensein, das ist der springende Punkt. Denn viele meinen heutzutage, Wissen ist Macht. Mit Wissen ist alles getan und dann wird schon alles gut werden. Die Wissenschaft weiß es, der Faktenchecker weiß es, der Politologe weiß es, ja, der Wirtschaftsweise weiß es. Alle wissen es, alle haben das Wissen für sich gepachtet. Nur eine Sache fehlt, und zwar das Verstehen. Viele Menschen verstehen nicht mehr, was sie wissen, zu wissen glauben. Und dann, glaube ich, wird einfach auch damit das Licht in das Dunkle gebracht. Wenn wir uns mehr auf das Verstehen fokussieren, die Punkte, die wir glauben zu wissen, verbinden und daraus ein Verstehen entsteht, ein gewisses Maß an Verständnis auch irgendwo dann entsteht, dann haben wir einen großen Evolutionssprung geschafft. Dann wird dieses Verstehen uns in diese neue Welt hineingeleiten und damit auch wahren Erfolg fernab
von vielen Dingen, die wir heute noch bemessen, stattfinden. Darauf sollten wir uns konzentrieren, daran sollten wir arbeiten und darin sollten wir uns auch immer Stück für Stück neu weiter erheben. Am Ende hat der Bauer das Lachen, am Ende sollten wir alle das Lachen haben. Wenn Wissen Macht ist, dann ist Verstehen Erhabenheit. Gehen wir gemeinsam, nicht nackt, von Lüge bekleidet, in diese neue Welt und neue Zeit hinein. Verstehen wir die Dinge, packen sie gemeinsam an, gehen die drei Buchstaben T-U-N und verändern damit eine neue Welt. Hannes, wow, der Kampf gegen rechts ist für mich vielmehr ein Kampf gegen irgendwie eine andere Meinung geworden. Das heißt, wenn man nicht mal mehr in einem Land, das muss man sich mal vorstellen, die eigene Flagge hissen darf, sondern eine Flagge hisst, die einfach nur für eine Ideologie steht, so muss man es mal sehen, dann weiß man, dass dieses Land verloren ist. Und wie gesagt, es geht hier nicht um rechts, um links oder sonst was, sondern die große Gefahr ist einfach die Menschen, die noch klar denken, mundtot zu machen. Und ich möchte hier noch ein Zitat bringen am Ende, weil das Zitat heißt folgendes: Wenn 90% der Bevölkerung in eine Richtung gehen und du einer der 10% bist, der anders denkt, dann spricht das nur dafür, dass du einer der 10% bist, die noch einen klaren Verstand haben. In diesem Sinne, Hannes, vielen Dank für dieses wunderbare Sonntagvideo. Und ich denke, es ist wirklich Zeit, sehr wachsam zu sein, aufzupassen, weil die Zeiten der Beschallung und, ja, wie soll ich sagen, des Framings eine Umgebung schaffen für uns, damit wir so handeln, wie die wollen. Die wird auf jeden Fall noch länger aufrechterhalten bleiben. Das Video jetzt zu verteilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und nicht vergessen zu lachen über die ganzen Dinge, die um uns herum passieren, die die Nacktheit dieser elitären Gruppe zeigt und die uns zeigt, dass unsere Zeit begonnen hat, dass wir jetzt dran sind zu gestalten, zum Schaffen, zum Mehrwert liefern und dann die Welt ein Stück weit besser zu machen. Da sind wir doch lieber die kleinen Bauern, die wissen, was Sache ist. Tschüss, Leute.